Oh mein Gott, Digga, das wäre auch fucking wild. Die Unterleitner Brüder gegen die Importbanane und die Hamsterbacke. Bevor das Video beginnt, möchte ich euch mitteilen, dass ihr am Black Friday, also kommenden Freitag, 60% auf fast alles bei MyProtein bekommt mit dem Code Franklin. Das ist der größte Sale des Jahres. Deswegen verpasst das Ganze nicht, seid schnell. Freitag 60% auf fast alles. Ich schätze mal ein Kilo Proteinpulver für nicht mal 18 Euro. Viel Spaß beim Shoppen, Sparen und jetzt auch mit dem Video. Wir gehen rein in das erste Video und zwar schauen wir bei einem deutschen YouTube-Kollegen vorbei, und zwar Paul Unterleitner. Der hat nämlich das 90 cm Giant Sub getestet und versucht es in 30 Minuten zu essen. Das ist das Sub, was ihr in meinem 1 Meter, ein Tag nur 1 Meter Essen Teil 2 Video gesehen habt. Ich war absolut baff, wie groß das Teil ist, wirklich. Und ich bin gespannt, ob er das schafft, wie er sich da schlägt und ja, was uns hier erwartet. Ich würde sagen, gehen wir mal rein, schauen wir rein und könnt ihr mir gut vorstellen, dass er schafft. Ich habe schon mal gesagt, ich glaube, Paul Unterleitner kann sehr viel essen. Gerade durch diese ganze vegane Ernährung und so, da muss er schon ordentliche Mengen essen, besonders im Aufbau. Franklin wäre safe dabei. Versuch zu dritt zwei davon, also 1,80 Meter. Bitte keine Fressorgien auf diesem Kanal, davon gibt es schon genug. Du solltest dich fragen, welche Themen dann eigentlich auf dem Kanal noch wirklich relevant sind. Ich sag euch eins, egal was man macht, es gibt immer, schon mal, das Video erreicht 11.000 Menschen. Das ist eine kleine, also ein Dorf, ein großes Dorf. Fast schon eine kleine Stadt. Ja, man kann es nicht allen Leuten recht machen. Mein Bruder David und ich werden heute den Versuch starten, um das Ding komplett angreifen. Auch eine kranke Maschine, ne? Er schaut jetzt auf dem Shot gar nicht so breit aus, aber wie er normalerweise ist. Aber der hat auch eine richtig brutale Form. Ich meine zumindest, das ist der. Der hat ja, glaube ich, mehrere Brüder, ne? Ich weiß nicht. Aber ich glaube, das ist der. Den habe ich auch auf der FIBO mal kurz gesehen. Der ist richtig stabil beieinander. Hat auch, also wo ich sage, wirklich so, schaut richtig gut aus. Absolut natural und krass. Und das zeigt eigentlich auch wieder, dass Familie Unterleitner wirklich gute Gene haben muss einfach. Also ich glaube, mittlerweile haben auch viele gecheckt, dass Paul Neddy ist. Aber damals war das ja immer so Stoffthematik und liegt halt der Familie, gute Gene. Und versuchen in kürzester Zeit zu zerlegen. Mal schauen, ob es uns gelingt. Wir müssen das ganze Ding jetzt erstmal abholen. Ich bin gespannt, wie das geliefert wird, weil ich habe gesehen, bei ein paar kam das in so einer fucking 90 cm Verpackung. Ich hoffe, es ist bei mir auch so. Man muss das einen Tag vorhin reservieren und bestellen. Also falls ihr es auch mal testen wollt, macht das. Und ich würde sagen, wir holen es mal. Batterie fast leer. Warst du dich als angestellt? Kann ich auch einen Footlong Cookie? Kannst du gerne bestellen, ja? Ja, will ich. Ja gut, dann nehme ich noch einen Footlong Cookie. Ich habe ja mal 90 cm bestellt. Zum Mitnehmen. Wenn es die sonstigen sind, gell? Tja. Ah, schade, ich habe nicht so eine geile Verpackung. Dankeschön. Okay, danke schön. So ist das verpackt. Bei mir war das so ein langer, großer Karton mit so einem Tragehenkel. Schau mal rein. Ui, Leute, also ihr seht, das sind auf jeden Fall Brummer. Davon drei fette Kisten. Ich würde sagen, wir nehmen das mal mit und dann wird auf jeden Fall gut reingehauen. Ach du Kacke. Ich dachte, ich kann hier nachher so richtig geil rumlaufen mit so einer Tasche in meiner Hand, wo einfach so ein 90 cm Sub ist. Genau wie bei der Franklin, aber so ist auch okay. Das ist eine gute Bestellung. Wir reihen das gleich auf und messen natürlich auch nach. Und hier oben drauf. Paul und ich haben übrigens auch schon lange mal gequatscht. Wir wollten schon lange mal ein Video gemeinsam drehen. Aber irgendwie ist es dann nie dazu gekommen. Aber vielleicht kommt er irgendwie nächstes Jahr oder so in der Zukunft mal noch ein Video mit ihm. Bestimmt. Also wenn ihr Videowünsche habt mit Paul Unterleitner, schreibt es gerne in die Kommentare oder in den Chat. Und dann setzen wir das Ganze vielleicht um. Netter Typ, feier ich. Er ist sich immer selbst treu geblieben. Ich finde es ein bisschen schade, dass er zu ESN gewechselt hat. Ich finde, der hätte bei Evo deutlich besser gepasst. Oder natürlich bei MyProtein. Aber da sage ich ganz ehrlich, ich hätte ihn als Athlet am meisten bei Evo gesehen. Weil die halt gerade so Natural Bodybuilding auch mit Brozep und Kai und so hätte ich da Paul Unterleitner schon sehr, sehr stark gesehen. So ein paar Markierungen. Evo ist eine andere Supplement-Brand. Es ist ein bisschen kleinere Marke, aber da hätte er gut reingepasst. Dass er jetzt bei ESN ist, aber er hat's gut gerechtfertigt und so, und man kann es ihm nicht übel nehmen, weil er war wirklich am Ende, bis zum Ende Rocker treu und ist der Firma, also die Firma ist ja immer mehr runter, bergab gegangen, und Paul hat trotzdem sein Ding da konstant durchgezogen bei denen und hat, die Marke hat ihm so viel zu verdanken, Rocker, und deswegen so oder so kann niemand irgendwie Paul Unterleitner einen Vorwurf machen. Auf dein Maßmann? Nein. Also 4, 5 Zentimeter? Nee, tatsächlich nicht. Also, wo dann? So bei 25 habe ich eine. Was hast du gemessen? Die Bettkante. Das riecht gut. Ja, das riecht übel gut. Wir haben auf jeden Fall beide Hunger und schaffen hoffentlich. Was ist deine Einschätzung? Ich glaube schon, dass der Julian das auch geschafft hätte, aber die haben ja einen Tag lang 1 Meter Gerichte das gegessen. Stimmt. Deshalb ist es nochmal ein bisschen was anderes. Hä? Nimm du mal. Ja. Also ich sag's ganz ehrlich, ich hätte dieses 1 Meter Ding auf jeden Fall geschafft. Da war noch Platz. Das wäre safe locker reingegangen. Also ich sag, nee, stopp. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Also dieses, schau mal her.
Gehen wir kurz rein. Das hier vor uns sind. Weiß ich auch, warum es 110. Also, was ich nicht geschafft hätte, wäre dieses ganze Teil alleine. Also, ein Meter Sub komplett alleine. Das hätte ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr geschafft. Aber die Hälfte, meine Hälfte, hätte ich auf jeden Fall noch zu Ende geschafft. Ich habe es aber dann bei so einem kleinen. Ja, bei dem hier, das habe ich übrig gelassen. Brot und den ganzen Schlodder da drin. Man isst auf jeden Fall die ganze Zeit und irgendwie passiert nichts. Die Toilette. Ja, ich habe auf jeden Fall hier so ein kleines Stück nicht geschafft, weil ich dann einfach gesagt habe, okay, weißt du was, ich drehe sowieso in 1,5 Wochen 25.000 Kalorien Challenge. Scheiß drauf, ich werde mich da jetzt nicht so tot quälen und jetzt den Krampf hier auch noch auf Krampf reinhauen. Finn hat das Ganze mitgenommen. Ich habe noch drei Geschwister insgesamt. Wir sind zu viert und die haben das dann weggefetzt. Gerne, wenn man das eigene Auto nicht kennt. Ja, aber wo ist denn das? Das ist ja nicht einer oder was? Die legt man so zusammen oder was? Ja. Die sind aber auch schon riesig einzeln. Ja, ich habe extra noch, vielleicht kann Paul den Chat einblenden, was ich erst noch gefragt, ob wir alles vegan machen müssen. Oder ob wir Hälfte machen können, aber. Heute bist du mal vegan. Was ist denn das für vegan Pelle Soja? Einmal vegan Patty, einmal vegan Chicken Teriyaki. Ich muss jetzt erstmal nachmessen, wie lang das Ding hier wirklich ist. Also schauen wir mal. Alter, komm mal kurz her. 1,25 Meter, Leute. Also da ist das 90 cm Sub mal ganz schnell ein paar Zentimeter gewachsen. Lecco mio, hä? Das freut sich auch gegessen zu werden. Also die haben 90 cm geordert und jetzt 1,25 Meter. Ja, okay, so ein paar Zentimeter sind dazwischen Platz, aber trotzdem, ich glaube, die Hälfte wäre wahrscheinlich tatsächlich hier so gewesen, oder? Dass das so eine Hälfte ist oder bis hier irgendwie so? 90 cm? Also Leute, wir haben es jetzt vor uns liegen, 120 cm, pure geil, jeder kriegt 3 Stücke. David hat schon große Töne gesprochen, dass es richtig easy wird. Wir werden sehen. Ja. Es ist auf jeden Fall von der Breite her, würde ich sagen, immer wie 2. Es sind insgesamt 18 Portionen. Ich denke, eine Portion ist ein halbes Sub, also 9 ganze Subs für 12 bis 15 Personen. Ich wusste auch vorher nicht, dass es möglich ist, dass man sowas bestellen kann. Aber jetzt fressen wir es einfach mal durch. Wir setzen sogar ein Zeitlimit, sagen, okay, in 30 Minuten schaffen wir das. Soll gehen, ja. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Mein Gewicht hat jetzt 100 Kilo, dein Gewicht. Was, Körpergewicht so ist? Ja. Roundabout 95, 96, sowas. Könnt ihr auch einmal kurz eure Bäuche zeigen? Ich will vorher, nachher sehen. Okay, kein Mama. Ich glaube, Pauls Freundin, die steht auf die Bäuche. Camilla. Es gibt Leute, ich sag's dir, wie es ist, mir hat schon mal jemand richtig viel Geld geboten dafür, dass er vorher-nachher Bilder von meinem Bauch bekommt oder dass ich mich für ihn vollfresse und ihm dann Bilder schicke von meinem vollen Bauch und er sieht, was ich gegessen habe. Ich glaube, der wollte mir sogar einen 4-stelligen Betrag dafür zahlen. Krank, ne? Also ihr könnt euch wirklich, ich sag's euch, wie es ist, als Influencer kriegt man die krankesten Nachrichten. Ich habe schon wirklich so gut wie alles, was man sich vorstellen kann, habe ich schon irgendwie bekommen. Wirklich, ich würde wirklich fast sagen, was ihr habt gerade irgendwas im Kopf. Es kann sehr wahrscheinlich sein, dass ich es schon bekommen habe. Ich habe es nicht gemacht, nee. Genau, auf jeden Fall, ich glaube, Camilla steht da wahrscheinlich drauf. Und was mich auch interessieren würde, ist, ob Paul Unterleitner sagt, was er dafür gezahlt hat. Weil bei mir waren es über 100 Euro, 120 Euro oder so. Und es kam mir extrem, extrem teuer vor. Hier. Kurzer Bauchcheck vorher. Ja, einmal seitlich bitte. Ich kann da noch verlassen. Okay. Passt. Wir haben hier auf jeden Fall alle veganen Soßen bekommen. Also auch das ganze Sub hier ist vegan. Es ist halb Vegan Patty, halb vegan Chicken Teriyaki. Und hier gibt es sogar so eine Soße. Ich weiß nicht, was das für eine ist. Ich glaube, es gibt Sweet Onion, Barbecue und eine von Teriyaki. Muss man sich da jetzt beeilen bei 30 Minuten, glaubst du? Okay, und ich würde sagen, wir... Haben wir Strafe? Es gibt keine Strafe. Doch, es gibt eine Strafe. Danach nochmal eins. Erst kaum. Machst du das schlecht? Ja, das ist nicht vegan, das hätte ich gerne. Jetzt hört es auf zu reden, Alter. Ab geht's. Mahlzeit. Mahlzeit, ich habe Hunger. Das ist schon ein gutes Sandwich. Das wird komplett zerfallen. Also kalt? Ja, warm ist es nicht. Ja, das, was das Problem sein könnte, das Brot. Ich weiß nicht, ob man sieht, das ist halt urdick. Ich dachte mir auch extra in den Vollkorn, damit wir ein bisschen gesünder sind, aber das ist auch schon wurscht. Aber was ist das für 15 Personen? 12 bis 15 Personen steht da. Es schmeckt aber echt gut, oder? Ja. Ja, nee. Ja, ja. Was ist denn dieses Chicken-Dings? Aus welchem Patty ist das andere? Das ist nicht Chicken? Vegan Patty hat mehr Eiweiß und bessere Nährwerte als vegan Chicken. So, Kalorien von dem was? Teil. Vegan Patty? Achso, das vegane, da gibt es ein eigenes Patty oder was? Das hat bessere Nährwerte als das Vegan Chicken. Okay. Ich habe immer, also wenn ich bei Subway bin,
und ich bin da nicht gerade für ein Videodreh, dann bestelle ich tatsächlich immer das Vegan Chicken. Weil ich finde, bei dem Hähnchen, ganz ehrlich, das sage ich euch manchmal, es gibt Sachen, da macht es wirklich, wenn man nicht jetzt auf die Nährwerte guckt und so, macht es dann nicht viel Sinn, die tierische Variante zu nehmen. Schau mal, ihr nehmt jetzt Teriyaki Chicken bei dem Sub. Ihr schmeckt da ja kein Hähnchen. Das hat ja keinen Eigengeschmack, kein großen. Es schmeckt einfach nur, ihr habt irgendwas mit Biss im Mund, was nach dieser Teriyaki-Soße schmeckt. Wenn ihr jetzt den Fleischersatz habt, das schmeckt halt genauso. Ihr merkt den Unterschied nicht. Und auch was zum Beispiel Spaghetti Bolognese esse ich halt auch nicht mehr mit Hackfleisch, schon seit 10 Jahren oder so, weil Hackfleisch einfach mega unnötig ist so. Es macht keinen Unterschied aus, ob du da jetzt Soja-Geschnetzeltes reinmachst oder Hackfleisch, aber da kann man halt einfach easy auf Fleisch verzichten bei manchen Sachen, ne? Deswegen, man schmeckt nur die Marinade, ja. Subway overrated und echt nicht so geil, unpopular opinion. Finde ich nicht. Was übrigens, was auch noch schon lange auf meiner To-Do-Liste steht, ist ein Monat oder mindestens eine Woche vegan, aber Vollgas vegan auf, ohne viel Ersatzprodukte, so Fleischersatzprodukte, sondern wirklich, ich sag mal, so vegan, wie ich vegan essen würde, wenn ich vegan essen würde. Und zwar nicht jetzt den veganen Fleischersatz die ganze Zeit essen, der echt Kacknährwerte hat und einfach nur halt so, dass man halt irgendwie so rumkommt und so und sich rumdeichselt mit 1000 Ersatzprodukten, sondern viele Hülsenfrüchte, viele Ballaststoffe, viel Gemüse und dadurch irgendwie versuchen, auf seinen Eiweiß zu kommen. Ich will das Ganze. Wenn wir mal vegetarisch essen, was das alles für Kalorien hier sind, ich würde sagen, das sind 5000. Ohne Soße? Ja, also von den Kalorien her klingt es machbar. Ich denke, ein Sandwich hat 500 Gramm. Ich sagte, es ist so einfach wie das nicht. Ja, ich glaube auch nicht. David hat große Töne gesprochen. Ja, hat der Hunger gesprochen. Ja. Schau mal, was du schaffst. Ich mach meinen Teil fertig. Da kannst du sicher sein. Mhm. Anfrage. Kalorienbattle gegen Paul Unterleitner. Also wer will? Wer schafft mehr Kalorien in 24 Stunden? Bei ihm dann nur vegan. Vielleicht müsste ich dann auch. Ich könnte auch sagen, ich esse dann nur vegan. Dann ist fair für beide Seiten. Brötchen Nummer 2. Vegan Chicken. Ist geil. Ich muss sagen, nach dem ist es so, dass ich eigentlich gut, nicht satt wäre, aber gut gesättigt, sag ich mal. Ja. Kinder, Schluck auf, komm, komm zu schnell essen. Was kostet der Spaß? Das Sämisch hat übrigens 80 Euro gekostet. Ich glaube, bei der Franklin oder bei Julian hat es 90, 110 gekostet. Ich weiß nicht, wie ihr da drauf kommt. Also, da ist es eh nicht so viel drin. Wer da noch hin? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube echt, die haben mich ein bisschen gescammt. Weil auf der Website stand 90 Euro und dann habe ich der, oder 80 glaube ich auch, und dann habe ich das geordert, meinte sie, ja, aber da müssen wir dann noch ein bisschen Aufpreis und dies und das und dann kostet es schon so viel. Würden Sie das dann noch nehmen? Ich so, ne, ich habe keine Wahl, Digga, ich muss es nehmen. Für Video oder so, ja, okay. Also normaler Käse, zugeschmolzen und alles. Also wirklich veganer Käse ist das nicht. Bei mir muss ich aber auch fairerweise sagen, war deutlich mehr Belag drauf, glaube ich. Also das schaut schon aus, wenn es sehr viel Brot hält. Bei mir war schon saftig belegt. Stimmt. Dann wäre es nochmal schwieriger. Also noch haben wir es geschafft, aber irgendwie ist es auch nicht krass. Zwei Brote sind von mir weg. Während David hier versucht aufzuholen, kriegen wir schon mal ein leckeres Getränk ready. Und zwar einfach eine Portion Kreatin, beziehungsweise zwei Portionen. Ich nehme immer 9 Gramm am Tag. Auch jetzt, wo ich nicht mehr aktiver Bodybuilder bin, definitiv wichtig. Wisst ihr auch gleich? Ja, okay. Es fördert nicht nur die körperlichen Stärken, sondern natürlich auch die kognitive Leistungsfähigkeit. Und kann so gut wie jedem weiterhelfen. Ist eines der meisterforschten Supplements überhaupt und ist definitiv wichtig. Und hier vor allem im Geschmack. Sehr, sehr nice. Gerade gibt es bei ESA nämlich eine 4 für 3, sondern jetzt 4 Punkte kaufen und 3 davon zahlen. Im besten Fall schnappt euch welche, die relativ gleich viel kosten. Das günstigste sind jetzt immer gratis. Also entweder bestellt mit Freunden, zum Beispiel 4-mal das gleiche oder eben 4-mal ähnlich preisliche und spart dann im Prinzip, wenn alle gleich kosten, auf eines der 4 Produkte. 25% Rabatt eigentlich, genau. Mit Code Paul. Unbedingt abchecken. Zeitlich haben wir jetzt nicht ganz die Hälfte geschafft. Ich würde sagen, gutes Timing. Wollen wir jetzt nochmal halbieren, damit jeder noch von jedem was kriegt? Ich habe nur was verschwiegen. Und zwar? Also ich habe vorher schon ausgetauscht. Also das ist mein zweites Chicken. Bruder. So ein Bastard, was soll das denn? Ja. Mit Absicht, ups, jetzt nicht mehr. Ja, unglaublich. Erst, ich wollte auch noch eins haben. Also hab ich ja eh einen Chicken, oder? Ja, eines hatte ich. Aber das Chicken war gut. Sehr gut, das freut mich. Aber jetzt wisst ihr auch, und der Camilla weiß jetzt auch, warum ich mein Essen nicht so gerne teile. Wenn es mir weggegessen wird. Noch
auf jeden Fall noch ein bisschen Salat hier zu essen. Ich würde gerne wissen, wie viel Zeit die jetzt bisher gebraucht haben. Die haben gesagt, eine halbe Stunde. Es wirkt so, als wenn es knapp werden würde. Ja, also ob, das muss ja nicht dazu, oder? Ja. Der Hunger habe ich keine mehr. Ist bei dir so easy rein? Mhm. Ja, okay, das ist ein Wettkampf gemacht. Ich will auf jeden Fall noch so einen schaffen. Was? Also noch so ein Stück. Stark gemacht, Paul. Das ist gleich 20 Minuten. 25 geht sich auf jeden Fall aus. Es war echt lecker. Ich muss noch aufstoßen. Ah, jawohl. Jetzt fehlt noch ein bisschen Gemüse. Was ist denn da noch was? Ja, komm, der kleine Gemüseteller. Wir hätten jetzt noch 8 Minuten übrig, das hat knapp 20 Minuten gebraucht. Und es war. Na gut, war stabil, ne? Ja, ich hätte mich besser eingeschätzt, aber also, ich bin schon gut voll. Aber wahrscheinlich kurz nach dem Aufstehen könnte ich auch wieder was essen. Ja, das ist nur, wenn man die ganze Zeit so eingecrunched da sitzt. Ich würde auch sagen, so viele Kalorien war es wahrscheinlich pro Person ca. 2000. War ein interessantes Challenge. Ich wusste gar nicht, dass es das vorher gibt, so große Subs. Deswegen auf jeden Fall good to know. Und danke an Franklin für die Inspiration. Wir haben es auf jeden Fall schmecken lassen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da. Schon stark gekämpft, Alter. Stark gekämpft. Und damit vorbei. Abo. Da lassen und auch gerne in den Kommentar schreiben, was wir vielleicht auch mal als nächstes probieren sollen. Empfehlung geht raus. Ja, nächstes Mal gemeinsam mit Franklin einfach, oder? Dann zeigen wir dem. Dann das 8er Satz zu dritt. Das wäre natürlich krass. Das ja. 180 cm zu dritt. Ja, oder wir beide gegen ihn und sein Bruder, oder? Ja. Oh mein Gott, Digga, das wäre auch fucking wild. Die Unterleitner Brüder gegen die Importbanane und die Hamsterbacke. Oh. Oh, so Tag Team-mäßig. Oh, das. Das könnte wild werden, aber ey, ich glaube, also mein kleiner Bruder, es ist nicht so die Fressmaschine, muss man halt ernsthaft sagen, ne? Wobei in Amsterdam hat er da 10.000 gegessen? Ja, 10.000 in 24 Stunden, ne? Glaube ich zumindest. Und ja, ich glaube, dass die beiden, wenn die sich echt ins Zeug legen, ich glaube, Paul, der könnte so 18 essen, würde ich ihn schätzen. Und sein Bruder, glaube ich, so 15, 16, 15. Also das wäre schon eine knappe Geschichte. Da müsste ich mich schon ganz schön aus dem Leben wegballern und eine gute Form haben, ne? Aber könnte knapp werden, so oder so. Wäre auf jeden Fall witzig. David kann nicht gut essen, echt, oder? Ja, sein Bruder kann nicht so viel essen. Gut, Leute. Wir müssen raus. Was hat er gesagt? Leute, wir müssen raus. Sein Bruder, oder? Ja, sein Bruder kann nicht so viel essen. Gut, Leute. Wir müssen raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Was denn? Ah ja. Auch schon gekommen. Boah, echt? Und wie sie nochmal braucht. Also ich. Ja, zuerst anspannen, ne? Ich kann nicht anspannen. Jetzt. Anspannen gerade. Super. Boah, aber stark, Alter. So viel gegessen, immer noch Sixpack am Start. Jetzt locker. Schon ein bisschen was. Deiner ist auf jeden Fall schon gut. Ja, ich bin ziemlich. Mir ist da unten nicht. Noch so ein bisschen Platz. Boah, ja, aber gut. War lecker, Spieler. Stark. Geil gemacht, Alter. Geil gemacht, Mann. Wirklich. Paul, geiler Typ. Lieber Typ. Hier wohne ich jetzt, mein neues Zuhause im Paradies. Ich glaube nicht, dass er nach Zypern gezogen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er das vorhat, aber ich glaube nicht, dass er schon dahin gezogen ist. Aber wenn, dann wäre geil. Zypern ist, glaube ich, echt schön. Hat sich angefühlt wie ein Video von früher. Ich fand's nice. Junge, 23 Minuten für 1,20 Meter Sub. Ihr seid komplett geistergegangen. Das war wirklich stark. Bei Franklin war es nur knapp 1 Meter lang, aber viel mehr belegt. Ah, okay. Ohne Fleisch ist das doch dreimal einfacher. Das war ja nur Brot mit Gemüsewasser. Hm, das würde ich nicht sagen. Das würde ich sagen. Ich würde es auch auf mehr Kalorien schätzen. Geil. Schaut gerne bei den beiden vorbei. Beim Paul Unterleitner. Link ist in der Videobeschreibung. Kuss geht raus. Vielleicht kommt mal irgendwas mit ihm gemeinsam. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr was sehen wollt. Und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.